lieben Knusperschnecken. Heute wird mit der Standard-Feierabendrunde gefahren. Und zwar knappe, ich glaube, 100 Kilometer. Die Strecke hat Benedikt von Standard zusammengestellt. Ist mehr oder weniger seine Hausroute. Ich denke, das wird ganz witzig. Ich kann euch das mal auf der Karte zeigen. So, und zwar wird das heute gefahren. Es geht los in Mitte die Krone runter. Nach Kleinmachnow, wie das da alles heißt, weiß ich nicht. Ludwigsfelde, kleine Schleife Autobahn, wieder zurück. Laut Komoot, ja, so knappe 90 Kilometer, 3 Stunden, 5 Minuten. Wie lange man wirklich dafür braucht, wird man am Ende sehen. Das Wetter ist heute, ja, die Sonne scheint, man sieht das jetzt nicht so krass, aber die Sonne scheint. Es sollen so 10 bis 11 Grad werden. Das ist echt geil. Das ist auch mehr oder weniger vorm Rennen die erste wirklich lange Fahrt mit dem neuen Fahrrad. Ich bin bisher mal so ein Stündchen, eineinhalb, jetzt denkst du, waren 2 Stunden gefahren mit dem Rad. Alles super, passt gut, fühle mich wohl. Heute mal die erste etwas längere Strecke, 3 Stunden. Mal gucken, wie lange wir brauchen. Sind wie gesagt knappe 100 Kilometer oder knappe 90 Kilometer. Mal gucken, wie lange ich brauche und wie ich mich danach fühle. Bisher bin ich ganz zufrieden mit dem Rad. Da ich nach der Feierabendrunde auch noch eine Runde arbeiten muss, muss ich leider auch einen riesigen Rucksack mitnehmen mit Wechselklamotten. Ich hätte eigentlich alles gestern schon im Laden lassen können. Somit muss ich jetzt alles packen und den ganzen Scheiß jetzt mitschleppen zur Feierabendrunde. Das ist ja die erste etwas längere Fahrt mit dem neuen Rad wird. Und ich bisher immer nur bei mir vor der Haustür unterwegs war, brauche ich noch eine zweite Flaschenhalter. Den habe ich jetzt einfach von meinem anderen Rad abgeschraubt. So, und zwar brauche ich den zweiten Flaschenhalter nicht zwangsweise dafür, dann eine zweite Flasche reinzumachen, zumindest nicht bei den Temperaturen, sondern kommt da mein Werkzeug rein. Ich finde es nämlich ultra nervig, den ganzen Kram hinten im Trikot drin zu haben, deswegen kommt in den zweiten Flaschenhalter meine kleine Werkzeugtasche rein. Und zwar habe ich so eine tolle kleine Dose, wo eigentlich alles drin ist, was ich brauche. Hier ist ein Schlauch drin, Reifenheber, Flickzeug, ein bisschen Kleingeld für den utopischen Fall, dass man mal mit der Bahn zurückfahren muss, was hoffentlich nie passiert. Nee. So, Deckel drauf. Also für jeden, der zu faul ist, irgendwie seinen scheißen Trikot mitzuschleppen oder den es nervt, den kann ich empfehlen. Besorgt euch irgendwie so eine olle runde Dose, gibt es in jedem Euroshop und stopft euer Werkzeug rein. Das ist wirklich viel, viel cleverer, als irgendwie die Scheiße hinten drin zu haben. Im Sommer natürlich nicht zu empfehlen, würde ich mal sagen, denn, ja, hast nur einen Flaschenhalter frei. Gibt natürlich auch die Möglichkeit, sich den ganzen Kram hinten unter die Sattelstütze zu kleben. Finde ich irgendwie gerade nicht so schick. Ist so eine Style-Geschichte. So, wie immer, ein bisschen zu spät dran. Muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Da vorne stehen die Bullen, das heißt, ich kann da nicht über Rot knallen. Mal gucken, wer sich noch an das Video erinnern kann, wo ich stundenlang meine Schuhe eingestellt habe. Funktioniert, ich fahre die Schuhe. Wenn man mal vorhat, sich Innenstadtsegmente zu schnappen, ist so 9:30 an einem Samstagmorgen echt ideal. Es ist überhaupt nichts los. Man kann jede Ampel bei Rot nehmen, Feuer frei. Damit kriegst du dann jedes Segment. Sollte man natürlich nicht machen. Und ich denke, dann kann geballert werden. Zip, zip. So, hallo meine lieben Fitteschnecken. Wir fahren jetzt gerade aus Potsdam raus oder bei Ludwigsfelde raus. Die Gruppe ist noch zusammen, ist relativ zügig heute, haben bis jetzt einen 30er Schnitt. Alle kommen mit. Das macht Spaß. Geht es dir gut? Mir geht es super. Sonne scheint, es ist nicht mehr minus 24 Grad.
bist motiviert. Frisches Rad am Start, neue Windweste. Sommerräder. Viele hübsche Leute. So, Moment. So funktioniert das mit dem Influence, ne? Bra. So, meine fette Schnecke. Hälfte der Strecke ist geschafft. Ich fühle mich echt gut. Bin echt gut dabei heute. Aber es liegt halt auch an der großen Gruppe. Man kann viel im Windschatten fahren und kommt da echt ganz gut mit. Ist ja auch alles zusammengeblieben. Niemand zurückgefallen. Klappt ganz gut. Schöne Gruppe heute. So, kleine Pipi-Pause nach knapp 60 Kilometern. Ich mache ein bisschen langsam, sammle Tim noch ein, damit hier niemand zurückbleibt. Das ist eigentlich ganz gut mit der Gruppe. Das Wetter wird immer wärmer, immer schöner. Handschuhe brauche ich eigentlich nicht mehr, aber ich lasse sie mal an. So weiß, so schön, so schnell. Schneller Shit? Naja, ey, so ein Grün hast du noch nicht gesehen. Wow! Hallo! Fahrrad mit dem lila Lenkerband ist übrigens mein vorletztes Rennrad. Ein alter Form Carbonrahmen, den jetzt der liebe Michael hat. Ist immer gut zu sehen, wenn so ein Rad auch benutzt wird, nicht irgendwo verstaubt oder bei einem zu Hause selber rumhängt, man das Ding einfach nicht nutzt. Und hat eine schöne Ultegra-Gruppe dran. Dafür ist der Rahmen so alles, hält er echt wahnsinnig gut. Da kann man überhaupt nichts sagen. Die Jungs haben ganz Piano überholt, das kann ja auch ganz anders aussehen in Brandenburg. Das war echt ein gutes Überholmanöver. Kann auch echt ganz anders aussehen, mit Schneiden, Hupen, Beschimpfung. Da sind diese Landeier echt ganz schön kreativ drin. Ich blende schon von weitem. Ich bin wirklich auch sehr hart neidisch auf deine Brille. Die schöne Neff. Polarisiert, also es hat keine Overlay, aber Hauptsache sieht gut aus. Ja. Oh, was für ein Geballer, Alter. Wir sind gerade wie die bescheuert die Straße 17. Juni runtergeknallt. Taro sagte 61. Peter hat halt richtig Dampf gegeben bei dem Versuch, das lange Segment an der Straße 17. Juni zu bekommen. Ja, mit Glück hat er das bekommen, das gucke ich mir gleich mal bei Strava an und vielleicht flagge ich ihn auch. Bis jetzt 3 Stunden 28 Minuten, Schnitt zeigt er nicht an, waren echt schnell unterwegs heute, niemand verloren, sind jetzt noch zwei Gruppen zwar geworden, die einen Jungs sollen jetzt schon mal ankommen, ich hänge als Schlusslicht in der letzten Gruppe und sammle den Rest der Jungs noch ein. So, meine Fitnessmäuse, der Akku leuchtet schon rot, das heißt weniger als eine Minute Akku. Dann war es das für heute. Abonnieren nicht vergessen, Link zu allen Sachen in der Videobeschreibung. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, ihr Schnecken. Ciao!